Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die drei gemoddeten Outfits für den weiblichen Charakter bekommen könnt. Das Ganze ist ein Transfer-Glitch, das heißt, ihr werdet auch all eure Outfits verlieren, bis auf ein Outfit. Zieht euch dann einfach das Outfit an, was ihr nicht verlieren wollt. Habt ihr das gemacht, dann geht ihr einmal in die Charakterauswahl. In der Charakterauswahl angekommen, müssen wir uns jetzt einen zweiten männlichen Charakter erstellen. Ganz wichtig, unser Hauptcharakter muss sich auf dem linken Stellplatz befinden, ansonsten wird der Transferglitch leider nicht funktionieren. Wir begeben uns dann zu einem Bekleidungsladen. Dort beim Bekleidungsladen angekommen, starten wir auch schon direkt los. Wir gehen zunächst zu den Hosen, zu den Shorts und dort kaufen wir uns dann die schwarze Leoparden-Boxershorts. Von dort aus geht es dann weiter zu den Oberteilen, zu dem Pullover und dort kaufen wir uns dann die grüne Strickjacke. Anschließend öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Inventarpanzerung und ziehen dort einmal die Standardpanzerung an. Die schwarze Panzerung, wenn ihr die noch nicht haben solltet, dann müsst ihr einmal im Ammonation kaufen. Von dort aus gehen wir dann zu den Schuhen, zu den Turnschuhen, kaufen uns dort dann die rosa Turnschuhe. Anschließend gehen wir noch zu den Accessoires, zu den Handschuhen, ziehen uns dort die Hellerwald dann taktischen Handschuhe an. Und dann können wir das Outfit auch schon an der Kasse abspeichern. Anschließend gehen wir dann wieder zu den Oberteilen, zu den Party-Shirts. Und dort kaufen wir uns dann das Party-Shirt auf Portion 120. Von dort aus geht es dann weiter zu den Hosen, zu den Shorts. Kaufen uns dort dann die schwarze Boxershorts. Anschließend gehen wir dann zu den Schuhen, zu den schweren Stiefeln. Und dort kaufen wir uns dann die schwarz-roten schweren Stiefel. Haben wir das gemacht, dann können wir das Outfit auch an der Kasse abspeichern. Anschließend gehen wir dann an die Kasse zu den Outfits, geschäftlich Smart Outfits. Und dort kaufen wir uns dann das Disco-Outfit. Gehen dann wieder zu den Hosen, ziehen uns dann dort wieder die schwarze Boxershorts an. Anschließend gehen wir dann zu den Schuhen, zu den Turnschuhen und dort kaufen wir uns dann auch wieder die rosa Turnschuhe. Anschließend ziehen wir dann die Brille und den Hut über das Interaktionsmenü aus, ziehen dann die Hellerwald dann taktischen Handschuhe wieder an. Und dann können wir das Outfit auch an der Kasse abspeichern. Hier für das orangene Outfit müssen wir uns insgesamt 3 Slots erstellen. Wir erstellen uns jetzt noch das dritte. Dafür gehen wir dann wieder zu den Oberteilen, zu den Sakkos und dort kaufen wir uns dann einmal den moosgrünen langer Zweireiher. Von dort aus geht es dann weiter zu den Geschäftshemden und dort kaufen wir uns dann das weiße Manschettenhemd. Anschließend geht es dann noch zu den Anzugswesten und dort kaufen wir uns dann die graue Maßanzugsweste. Von dort aus geht es dann weiter zu den Accessoires, zu den Tüchern, kaufen uns dort das grüne Tuch, ziehen uns dann anschließend die Hellerwald an taktischen Handschuhe wieder an und dann können wir auch das Outfit an der Kasse abspeichern. So, wir gehen dann wieder zu den Oberteilen, auch wieder zu den Party-Shirts, kaufen uns dort wieder das Party-Shirt auf Position 120, gehen von dort aus zu den Hosen, zu den Arena-War-Hosen und dort kaufen wir uns dann die schwarze Kettenhose. Anschließend geht es dann weiter zu den Schuhen, zu den Stiefeln und dort bei den Stiefeln kaufen wir uns dann die schwarze abgetragenen Stiefel. Dann können wir das Outfit an der Kasse abspeichern. Wir gehen dann wieder zu den Oberteilen, zu den Lederjacken, kaufen uns dann die Leoparden-Pelzlederjacke. Von dort aus geht es dann weiter zu den Tanktops und dort kaufen wir uns dann das gelb gestreifte Tanktop. Anschließend gehen wir dann zu den Accessoires, dann gehen wir zu den Ketten und dort kaufen wir uns die goldene Panzerkette. Ziehen uns dann auch wieder die Hellerwald an taktischen Handschuhe an und dann können wir das Outfit auch an der Kasse abspeichern. Haben wir das gemacht, dann öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Stil, switchen einmal das Outfit, sodass wir die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen und begehen anschließend einmal Selbstmord. Sind wir wieder gespawnt, dann gehen wir in den Creator. Dort im Creator angekommen, gehen wir auf Erstelle ein Rennen. Einführung einfach mit X bestätigen. Sobald wir können, dann im rechten Analogstick die Kamera bewegen. Und dann gehen wir wieder zurück in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl angekommen ist, wir jetzt den zweiten männlichen Charakter wieder löschen. Die PlayStation 5 Leute gehen jetzt mit dem Cursor auf den gelöschten Zweitcharakter, aber nicht bestätigen. Einfach jetzt den Anavak-Bot raussuchen, Anavak beitreten, dann müsstet ihr den Story-Modus laden. Und die PlayStation 4 Leute drücken jetzt einfach auf Kreis und dann werdet ihr auch in den Story-Modus geladen. Und von dort aus starten wir dann einfach irgendeine Sitzung. In der Lobby angekommen, speichern wir zunächst einmal das Outfit ab, was wir nicht verlieren wollen. Gehen dann zu den Deadline-Outfits und dort kaufen uns dann einmal das weiße Deadline-Outfit. Nun kommt der Merch-Shop ins Spiel, den müsst ihr euch dann markieren. Die Markierung werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Im Jobmenü angekommen, Kleidung auf gespeichert Outfit stellen, dann können wir jetzt einen Freund oder einen Random einladen. Wir drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts, bereit zum Spielen.
ist der Job gestartet, dann begeben wir uns dann einmal zum Apartment, gehen dann an den Kleiderschrank ran, den einen schwarzen Slot, den können wir dann wieder löschen, speichern das Outfit anschließend unten irgendwo ab und dann können wir den Job auch ganz einfach wieder verlassen. Ja, jetzt in der Lobby angekommen, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, wählen uns das Outfit aus, was wir uns gerade abgespeichert haben und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt das neue gemoddete Outfit habt. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt noch irgendeinen Helm und eine Maske euch noch drauf anziehen. Das Outfit dann noch einmal final abspeichern und fertig ist das erste Outfit. Fürs zweite Outfit gehen wir zunächst einmal an die Kasse, ziehen uns irgendein Standard-Outfit an, gehen dann rüber zu den Oberteilen, zu den Bikinis und dort kaufen wir uns dann einmal den schwarzen Bikini. Anschließend ziehen wir uns dann noch irgendwelche Handschuhe an, die wir auf dem Outfit drauf haben wollen und dann können wir jetzt auch wieder den Merch-Job starten. Im Job dann wieder angekommen, Kleidung auch wieder auf gespeicherte Outfit stellen, einen Freund oder einen Random einladen. Wollt ihr das Outfit ohne Müllweste haben, drückt ihr zweimal Steuerkreuz nach rechts. Wenn ihr das Outfit mit der Müllweste haben wollt, dann drückt ihr dreimal Steuerkreuz nach rechts. Bereit zum Spielen. Wir geben uns dann auch wieder zum Apartment. Dort angekommen auch wieder an den Kleiderschrank. Die drei orangen Slots können wir dann löschen. Das Outfit dann anschließen und irgendwo abspeichern. Und dann können wir auch diesen Job ganz einfach wieder verlassen. Und ja, auch jetzt hier in der Lobby wieder angekommen, Interaktionsmenü öffnen, auf Stil, das Outfit auswählen und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt auch das zweite Outfit haben und auch hier könnt ihr euch jetzt noch irgendeinen Helm und eine Maske euch noch anziehen, das Outfit final abspeichern und fertig ist auch das zweite Outfit. Fürs dritte Outfit ziehen wir uns dann auch wieder ein Standard-Outfit an, gehen dann wieder zu den Oberteilen, zu den Bikinis, kaufen uns dann auch wieder den schwarzen Bikini. Ziehen uns dann anschließend wieder irgendwelche Handschuhe an, die wir auf dem Outfit drauf haben wollen. Und dann können wir auch wieder den Merch-Job starten. Auch wieder Kleidung auf gespeicherte Outfit stellen, einen Freund oder einen Random einladen. Wir drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts, bereit zum Spielen. Begeben uns dann auch wieder zum Apartment. Gehen dann an den Kleiderschrank ran. Die zwei Slots, die können wir dann wieder löschen. Das Outfit unten irgendwo abspeichern. Und dann können wir auch diesen Job ganz einfach wieder verlassen. Und ja, jetzt hier in der Lobby angekommen, auch wieder in das Aktionsmenü öffnen, auf Stil, das Outfit auswählen, was wir uns abgespeichert haben. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt auch das dritte Outfit haben. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.